Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier mit ARK Survival Ascended auf der Map The Island. Ich grüße euch. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Das freut mich gar sehr. Und heute werden wir wieder weitermachen. Und zwar mit unserem Gewächshaus. Ich habe jetzt zwischenzeitlich ein paar andere Sachen eingestellt, weil, wie gesagt, das mit der Strukturenkollision war, glaube ich, tatsächlich deaktiviert. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Jetzt müsste er das normalerweise... Ja, es geht. Okay, sehr schön. Okay, dann kann ich das hier wieder aufheben. Den Dünger, den nehme ich wieder an mich. So, dann können wir nämlich hier, die Beete jetzt ordentlich verteilen. Allerdings muss ich erstmal hergehen und muss erstmal ganz schnell schauen, dass ich hier die Strukturen umswitche, weil ich habe nämlich hier die Strukturen noch nicht umgeswitcht. Ich schäme mich. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit gemacht haben. So, jetzt werden wir aber erstmal schnell hergehen. Jetzt werden wir erstmal hier schnell schauen. Ich glaube, dieses große Muster ist für das Gewächshaus wirklich bestens geeignet. Das heißt, ich gehe jetzt her, tue das hier kopieren und werde mal schnell hier alles umswitchen, damit das alles so eine schöne Linie hat, damit das alles super schön aussieht. So, okay, Ach, das ist doch herrlich, Leute. Das sieht doch schön aus. So. Weil ganz ehrlich, seitdem es diese Strukturenvarianten gibt für die Foundations, habe ich das wirklich sehr gerne. Ich liebe glatte Böden, Leute. Ich liebe glatte Böden ohne Ende. So. Ich habe auch schon in der Vergangenheit jetzt Mods gesehen. Die haben auch so eine Marmorierung. Das sieht dann so aus wie Marmor oder schwarzer Marmor oder keine Ahnung. Das sah auch richtig geil aus. Aber ich will ja jetzt auch nicht hier unnötig viele Mods installieren. Ja, weil das wäre nämlich sonst too much. So, okay. Jetzt werden wir hergehen. Jetzt werden wir erstmal hier diese Beete platzieren. Ja, das heißt, ich gehe nämlich jetzt her. Die nehme ich dann hier hin. Zack. 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 Ich tue sie gleich erstmal so platzieren, wie es nämlich dann aussehen würde, ja, wenn ich sie hier alle so hinstelle. Das war falsch. So, okay. So, so würde es mich dann aussehen. Warte, hier fehlt noch eins. Da muss noch eins hin. Jawohl, weil so würde es mich dann aussehen, ja. Weil hier der Mittelgang, der bleibt auf jeden Fall frei, ja. Und so komme ich nämlich jetzt hier an jedes Beet nämlich ran. Und das ist nämlich nice. So, okay. Jetzt wird es sowieso erstmal wieder dauern, bis wieder ein bisschen Dünger produziert ist, weil wir haben mehr Scheiße drin, ja, als Dünger. Das heißt, ich brauche dringend noch ein paar Dung Beetles, ja. Muss ich mir auf jeden Fall noch besorgen. So, aber jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt würde ich mich gerne hergehen und würde erstmal was anpflanzen. Ja, aber dazu muss ich warten, bis die dann auch gedüngt sind. So, jetzt kann ich erstmal oben wieder gucken, weil jetzt gucke ich erstmal, wie weit hier ist, weil die waren noch nicht sehr viel weiter gewesen, ja. Wie gesagt, ich wundere mich halt immer noch, dass mir hier kein Treibhauseffekt angezeigt wird. Das ist wirklich schon etwas seltsam. Ja, aber was willst du machen? Ist halt so. Auch wenn ich drauf zugreife, ich glaube, es ist noch nichts drin. Ja, ich kann auch mal in die Storagebox Station gucken, weil die ist mittlerweile eingestellt. Die ist mittlerweile in Betrieb. So, da ist aber auch noch nichts drin. Ja, also wie gesagt, das wird auf jeden Fall etwas dauern. Okay, aber wir können ja in der Zeit schon mal andere schöne Sachen machen. Ja, weil wie gesagt, das arbeitet jetzt so langsam dann vor sich hin. Das bedeutet, ich würde jetzt tatsächlich dann hergehen und würde mal hier mit meinen Pillars weitermachen. Damit nämlich hier das Gewächshaus nämlich dann auch langsam fertig wird. Weil wie gesagt, das ist jetzt nur noch der zweite Stock. Also hier der erste Stock eigentlich, ja. Und dann haben wir das nämlich dann auch fertig. So, das bedeutet, ich gehe jetzt her, ich nehme hier wieder meine Pillars, so, so, und platziere natürlich wieder die Dinger da, wo sie dann hingehören, damit das eine schöne Linie hat. So, das dahin, so, das kommt dahin, ins Eck kommt auf jeden Fall eins, so, dann kommt hier eins hin. Hier eins hin, hier eins hin. So, hier kann ich es ja optimal sehen, weil hier steht ja noch nichts. So. Okay. Zack und zack. So, dann kommt hier noch eins und dort haben wir schon. Okay, dann hier machen wir natürlich auch zwei hoch. So. Tata, tata. Hauptsache, dass der Kasten wird langsam fertig, Leute. Hauptsache, er wird langsam fertig. Das war falsch. So sollte das nicht sein. So.
Okay, weiter geht's. Das dahin, das dahin, das dahin. So, dann kommt hier natürlich noch eins drauf, da noch eins drauf, da noch eins drauf. Okidoki, das haben wir schon mal. Cool. So, okay, dann brauche ich hier wieder meine Railings. Die Railings werden wieder gebraucht. Einen Moment. So, das bedeutet, dass das tue ich jetzt erstmal alles rausschmeißen. Wir brauchen jetzt diese Dinger hier, die werden aber auch nicht ausreichen. Das bedeutet, dann mache ich mir schnell nochmal welche. Ich würde sagen, so 30 Stück müssten reichen. So, zack, die lasse ich schon mal durchlaufen. Die anderen, die kann ich ja schon mal anbringen. Und, ah, mir ist gerade noch was aufgefallen. Warte. So, okay, warte mal, ich brauche hier nochmal ein paar von diesen Dingern. Damit ich da nämlich dann auch das eine da noch setzen kann. Warte. So, dann machen wir nämlich jetzt so und so. So, das hier hin. Weil sonst sieht das ja scheiße aus, ne? Das soll ja schon alles gleich aussehen. So, seht ihr? Dann haben wir nämlich eine saubere Anrandung. Und hier brauchen wir nämlich auch noch eine Treppe. Die muss ich auch noch machen. Warte. So. Okay, dann kann ich die nämlich hier gleich auch mitnehmen. Dann sind die auch gleich fertig. Weiß dann nämlich auch gleich mit. So, okay, warte mal. Das war Stone. Das war das hier gewesen. Das muss ich dann einmal machen. So, warte mal kurz, bis die anderen durchgelaufen sind. Wie gesagt, ich platziere jetzt die Railings. Ja, dann haben wir die nämlich auch schon mal dort. Und mal sehen, vielleicht kriegen wir heute Etage Nummer 1 dann fertig. Also das erste Stockwerk. So, okay. Das war das jetzt hier gewesen. Wie gesagt, auch noch eine schöne kleine Treppe da hinsetzen. So, zack, okay. Ah, und da fällt mir jetzt gerade auch noch was ein. Warte. Hier nochmal kopieren. Weil das hier habe ich natürlich auch vergessen. Das hier muss natürlich auch schick aussehen, ne? Schick. So, alles klärchen. Haben wir auch gemacht. So. Dann kommt jetzt hier eine Treppe hin. In dieser Variante. Dankeschön. Und jetzt brauchen wir die Railings. So, zack. Muss doch alles original aussehen hier. Sehr schön. Okay. Das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt dahin, das dahin, das dahin, das dahin. So, dann kommt hier noch eine drauf. Hier kommt noch eine drauf. Das hier, das hier, das hier. Jawohl. So, dann mache ich jetzt hier rum meine Railings. So, ich vermute schon mal, dass sie vielleicht nicht ausreichen werden. Ist aber keine Tragödie. Ich kann ja noch welche nachmachen. So, Hauptsache, ich habe meine Railings schon mal hier. So werde ich mich dann langsam Stück für Stück fertig. Ich werde dann auch wieder ein ganz normales Dach draufsetzen. Werde es aber tatsächlich so machen, dass dieses Dach dann auch durchzogen sein wird von Glasfassaden. Damit ich dann auch, wenn es mir es nicht anzeigt, dass ich dann trotzdem eventuell den Treibhauseffekt habe. Weil wie gesagt, das wundert mich schon stark, dass ich hier keinen Treibhauseffekt angezeigt bekomme. So, aber die scheinen schnell zu wachsen. Die scheinen wirklich schnell zu wachsen. Hier, 45. Ja, holy shit. Gartenbox, beeil dich mal, hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Railings brauche ich noch. So, ich brauche noch 10 Railings. So, pass mal auf. Das ist das hier, das ist das hier, das ist dies hier. So, 10 Stück. Zack, und gib ihm. Ach, ist das herrlich. So. Hier waren noch welche gewesen. Ach, habe ich sie jetzt noch nicht alle mitgenommen. Sowas kann passieren, Leute. Sowas kann passieren. So. Hauptsache, ich kriege das jetzt ja alles fertig. So, fangen wir von hier an. Die Stimme versagt schon wieder. Ah, oh, es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. So, zack. Dankeschön. So, haben wir einmal die Railings drumherum. So, ach hier, guck mal, die waren auch noch nicht gedüngt gewesen. Okay, alles klar, alles klar. So, nicht gedüngt. Die hier waren gedüngt. Okay, alles klar. So. Okay, bis wohin war denn gedüngt gewesen? Ja, Leute, es ist leider so. Es ist leider so. Ich brauche auf jeden Fall noch viel, viel Dünger. So, hat er jetzt unten schon was gedüngt? Oh, warte mal, hier habe ich was vergessen. Da muss ja auch noch eins hin. Ha. So, okay. Lop. So. Hat er hier unten jetzt schon was gedüngt? Nein.
Auch nein. Ja, Leute, wie gesagt, ich brauche noch dein Beatles. Hier hat er gedüngt. Hier hat er auch gedüngt. Hier hat er gedüngt. Okay, okay. Wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Dank-Beatles auf jeden Fall zulegen. So, Leute, jetzt haben wir erstmal das hier gemacht. So, das heißt, ich gehe jetzt her. Ich brauche noch mehr Pillars. Nehme ich jetzt die hier mit. Das tue ich hier rüber. Ich werde mir noch ein paar Pillars herstellen. So, warte mal. Wood. Pillar. Das hier. Ich denke mal, dass noch 50 ausreichen werden. Mehr werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. So, dann lasse ich die hier nämlich schon mal durchlaufen. Weil jetzt arbeite ich dann nur noch mit dünnen Pillern. Weil, wie gesagt, wir sind dann jetzt so weit, da kommt nämlich dann schon das Dach drauf. Und damit das nicht alles da durchguckt, ja, da nehme ich dann die dünnen Pillar dafür. So, das bedeutet, tata. So, das heißt, hier werden jetzt auch überall die dünnen Pillar hingesetzt. Lupp. Das, das. Ich rupp das mal ganz schnell durch, Leute. So sieht die Sache bis jetzt aus. Also, alles Wunderbärchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hat schon mal die Storage Box Station was geleistet? Hat die schon mal was gemacht? Warte, ich gucke mal. Ich gucke mal, ich gucke mal. La 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 la. So, ist da schon was drin? 900 Siliziumperlen. Ja, jetzt läuft's aber. Endlich hat das Drama mit den Siliziumperlen ein Ende. So, okay, jetzt brauche ich meine weiteren Pillar, weil wie gesagt, ich kümmere mich jetzt noch schnell um den Dachstuhl. Weil der ist ja dann auch noch wichtig. Warte kurz. So, und zwar gehen wir nämlich dann jetzt her und werden den nämlich jetzt hier anzeichnen. Das bedeutet, wir machen jetzt hier wieder die geraden, diese hier. So, machen hier jetzt die ganz dünnen. So, und zwar kommt das hier 2 hoch. So, zack. Okay. Das Ding, das kommt dann 3 hoch. Flop. Und das hier kommt 1 hoch. So, okay. Flop, dasselbe machen wir schnell auf der anderen Seite. So. 1, 2, 3, 2, 1. So, jetzt brauchen wir wieder die schrägen. So, das bedeutet, das kommt nämlich jetzt hier dran. Das kommt dort dran. Das kommt hier dran. Das kommt hier dran, das kommt da dran und das kommt hier dran. Seht ihr? Und dann haben wir nämlich hier schon mal angezeichnet, so wie der Dachstuhl nämlich aussehen soll. So, natürlich machen wir jetzt hier weiter. So, das kommt hier, das kommt dort, das kommt da, das kommt hier und das kommt da. Sehr schön. So, okay. So, wieder als Verzierung. Das ist nur rein als Verzierung. Machen wir wieder den hier. So. Okay. Seht ihr? Und dann sieht das nämlich hübsch aus. Jawohl. So, dasselbe mache ich da drüben jetzt auch nochmal. So, und zwar machen wir hier. So, da und da. Da und da. Und hier. So, Leute. Somit habe ich mich das hier schon mal fertig und dann kann ich mich jetzt schon die Dächer vorbereiten. So, wie gesagt, der größte Teil wird auf jeden Fall dann Glasdach sein. Ja, das wird die größte Fläche wird Glasdach. Die Umrandung wird dann so quasi nur ein bisschen Holz, ein bisschen Holz. So, okay, das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall schon mal, warte, 2, 5, sind 7, sind 8, 8, sind 10, sind 13, 13 sind 15. Das war 15 gewesen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. So, 15. 15 sind 30. So. So, sind 45. So, ja, 90. 90? Echt jetzt? 90? Ach du Scheiße. So, ob mir da das Material reicht. Ich habe hier 7. Das heißt, ich brauche 83. So, Wood Glass. Diese hier. Zack. 83. Ja, da bin ich mal gespannt, du. Okay, er macht es auf jeden Fall. So, auf jeden Fall hätte ich dann schon mal das Dach drauf. Das ist das Wichtigste jetzt dabei. So, alles andere interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Hauptsache das Dach. So, okay, dann warten wir jetzt mal ganz kurz, bis das hier durchgelaufen ist. Weil eher kann ich gerade
nichts machen. So Leute, die Glasdächer sind fertig. Das heißt, die kann ich jetzt schon mal nehmen. Jetzt bräuchte ich noch 34 von denen hier. Da ich aber schon zwei habe, brauche ich nur 32. Das heißt, die stelle ich mir natürlich dann auch noch mal her. Da muss ich hier im Wood, warte, das sind die hier. So, noch 32 Stück brauche ich davon. So, die lassen wir jetzt durchlaufen in aller Ruhe, weil jetzt müssen wir nämlich erstmal oben das Glasdach reinbringen. So, pass mal auf. Jetzt geht's hier rund, tata. So, okay. Erstmal hier. So, zack. Das da oben macht er auch gleich. Das ist sehr schön. Da habe ich mich schon mal direkt zwei Reihen nämlich dann dran. So, aber ich glaube, das mache ich besser so mit der Ansicht. Das geht nämlich dann ein bisschen besser. So. Okay, okay, okay. Sehr schön. Sehr schön. So, und gegebenenfalls kann ich mich dann mal irgendwann hergehen, falls mir was nicht reichen sollte vom Platz her, kann ich nämlich dieses Gewächshaus noch erweitern, weil ich kann dann einfach nochmal eine Zwischendecke reinziehen. So, pass mal auf, jetzt gehen wir hierher, so, zack, das hier, so, seht ihr, und dann geht das nämlich jetzt Wunderbärchen. So. Dann gehe ich nämlich gleich mit dem Vogel nach oben und dann kann ich nämlich dann gleich oben noch die letzte Reihe anbringen. Und dann sollte das auch keine Schwierigkeiten mehr sein. Es sei denn, es funktioniert von hier unten. Wenn es von hier unten geht, mache ich das von hier unten. Geht das von hier unten? Ja, es geht von hier unten. Sehr schön. So, pass auf. Das war falsch. Haha. Ich liebe es. Ich liebe es. La, 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 la. Pick up. So. Ist es weg? Hallo? Da war doch eben, oder? Oder war da nicht? Bin ich jetzt doof? Fangfrage. So, okay. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Jetzt muss ich einfach nur gucken. Sind noch 15 Stück drinne? Okay, sind noch 15 Stück drinne, also war es nur ein Fehler. So, also ein Sichtfehler, ein Sehfehler von mir. So, zack. Ein Dach aus Glas. Yay, cool. So, okay, jetzt geht's aber weiter. Weil jetzt kommt nämlich der friggelige Teil. So, das heißt, ich brauche nämlich jetzt Dächer. Die sollten eigentlich dafür auch noch reichen. So, weil ich gehe jetzt nochmal kurz nach oben auf das Dach, weil jetzt kommt nämlich noch der Abschluss. So, zack. So, und zwar kommen nämlich jetzt hier an der Seite... Nämlich ganz normales Dach hin, was nämlich übersteht. So. Zack, das kommt auf beiden Seiten. Dahin. 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 So, auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann kommen noch überall die Abschlussleisten hin. Und dann sollte das eigentlich ganz gut aussehen. In der Theorie. So, okay. Dahin, dahin und dahin. So, und jetzt nur noch die Abschlussleisten und dann haben wir es. So, dann ist nämlich der Grundbau vom Gewächshaus nicht so weit fertig. Natürlich muss ich da dann noch hergehen und muss da noch was mitzimmern, weil das sieht noch ein bisschen unmöglich aus. Ja, aber jetzt machen wir erstmal das hier fertig. So, das bedeutet, ich nehme jetzt hier meine Abschlussleisten. Blub. So, dann geht es nochmal hoch aufs Dach. Und blub. So, und dann brauchen wir, welche Teile waren das gewesen? Warte mal, ich guck mal, das, die sind das. So, okay. Die kommen mich jetzt hier dran. Flop. Dahin. So, und dann gibt es nämlich einen schönen Abschluss. Jetzt ist der Vogel im Weg. Haha. So, hier wo das Treppenhaus ist, hier kommt es nicht hin. Aber dafür kommt hier nochmal eins hin. Also werde ich dann doch zwei zu viel haben. Ist aber egal. Spielt keine Rolle. So, das hier, das hier, das hier. So, entweder wird es dann nochmal irgendwann gebraucht oder es wandert in den Grinder. So. Und. Da. Sehr schön. Okay. Damit haben wir jetzt einen schönen, sauberen Abschluss. So, weil wenn wir uns das nämlich jetzt von unten angucken, sollte das gar nicht mal so doof aussehen. Seht ihr? Das sieht gar nicht mal so doof aus. So, aber jetzt, wie gesagt, brauche ich nochmal ganz schnell. Was nehme ich da am besten? 1,
2, 3, 4, 5. Okay, dann mache ich noch eins. So, und zwar war das gewesen Wood und das machen wir nochmal eins fertig davon. So, da haue ich dann einfach den Skin drauf, ja, und dann ist das halt so eine leichte Normalo-Überdachung. So, okay, einmal hier hoch, das. So, okay. Das hier hin, das dorthin, das da, das da, das da, das da. Jawohl. So, jetzt pass auf, jetzt gehen wir her, da holen wir jetzt den Skin drauf. Und zwar diesen hier. Flup, 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 flup. So, und dann mache ich nämlich noch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Ich hole mir jetzt nochmal 6 Pillar. Ich habe sie ja nicht mehr einstecken, oder? Doch, ich habe sie noch einstecken, tatsächlich. Also nochmal hoch. Nochmal hoch. So, okay. Weil, das kann ich mich auch nochmal ein bisschen schön verzieren. Warte. Und zwar gehe ich nämlich hier. Ich mache jetzt nochmal das hier. So, und zwar gehen wir mal ganz kurz hier durch. So, zack, zack, zack und zack. Wir nehmen jetzt hier die fetten Dinger. So, und hauen die nämlich hier mit ran. Und dann gibt es nämlich auch nochmal wie so eine Art Umrandung. Umrandung. So, warte. Dahin. So, dann hierhin und dann dorthin. Lupp. Seht ihr? Und dann haben wir hier nochmal so eine Umrandung und dann sollte das nämlich gut aussehen. So, gucken wir es uns mal von unten an. Ja, das geht. Das ist perfekt. Das ist perfekt. So können wir es lassen. So, okay. Also, damit ist auf jeden Fall das Gewächshaus in seinem Grundbau fertig. Das heißt, es fehlen tatsächlich nur noch die Felder, ja, also die Beete und die Seeds. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal ganz schnell 50 Beete durchhauen lassen, damit wir auf jeden Fall so viele Beete wie möglich dann schon da drin haben. Hier sind schon 10 Stück drin. Ich mache jetzt hier mal Crop. So. Lassen wir nochmal 50 durchackern. So, und dann haben sie... Oh, jo, nö, nicht 50. 14. 14. Woran es wohl scheitert? Man weiß es nicht. Bestimmt am Stein. Wette ich mal. Wette ich. So, ist aber egal. Ist egal. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. So, die Hauptsache ist, dass langsam alles fertig wird. So, das letzte Beet für heute ist erstmal in der Mache. Die Hauptsache ist, wir haben schon mal ein bisschen was, ne? Besser als gar nichts. So, okay, dann setze ich jetzt erstmal die hier noch hin, die hier fehlen. So, dann hat man nämlich schon mal so ein grobes gesamtes Bild. So, das, das, das und das, jawohl. Jetzt setze ich hier hinten die hin. Dahin, 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 dahin. Dahin. So. Oh, das war falsch. Oh, das war falsch. Das können wir nicht so lassen. So, ausgerechnet das letzte Beet. So, Leute. Also, wie gesagt, jetzt haben wir das Gewächshaus erstmal soweit fertig. Es ist betriebsbereit, ja. Das heißt, es arbeitet alles wunderbärchen. Und ich werde mich jetzt Folgendes machen. Bis zur nächsten Folge werde ich mir noch ein paar Dank-Beetles besorgen. Werde in die ganzen Beete schon mal das reinpflanzen, was ich gerne haben möchte, ja. Damit das komplette Gewächshaus schon mal bepflanzt ist. Also, wie gesagt, ich hau noch die restlichen Beete rein. Ich hole mir noch Dank-Beetles. Ich werde schon mal alle Seeds reinmachen, die ich haben will. Und dann haben wir nämlich hier eine richtig schöne Produktionsstraße. Weil dann können wir nämlich dann bald weitermachen und tun nämlich dann hier in der Hütte nämlich dann so langsam nämlich mal ein bisschen einrichten. Ne? Damit wir da auch mal ein bisschen vorwärts kommen. So, Leute, aber jetzt machen wir hier an dieser Stelle Feierabend. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Hier an der Seite seht ihr jetzt noch ein weiteres Video, eine Playlist und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel, wo ich regelmäßig streame. Also kommt doch gerne mal vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt wünsche ich euch aber einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!